Willkommen zurück in der Outer World mit Link, dem Helden der heutigen Folge. Wird Link es schaffen, die Prinzessin des ersten Schattentempels zu retten? Wir werden es sehen. Ein wahnsinnig schlechtes Intro Nummer 2. Wir halten es im Kopf nicht aus. So, gehen wir nun also frohen Mutes einfach nach rechts, gucken uns eigentlich gar nichts weiter an, bis auf eine kleine Sache, die wir einfach nur probieren wollen, weil ich kann mich selber nicht daran erinnern. Es funktioniert, wunderbar. Das heißt, wir können uns direkt jetzt immer dann überall hin teleportieren, wie wir lustig sind. Das heißt, wir können die Zonen verschieben, wie wir lustig sind, um das besser auszudrücken. Und damit auch die Gegner sofort respawnen. Uah, weg hier. Das wird uns bei einigen Stellen wirklich helfen, noch ein paar Herzzeile zu ergattern. Das werde ich allerdings erst später machen. Und hier finde ich schön Palast der Dunkelheit. Einfach mal so ein Schild dafür. Warum auch immer. Also ich finde halt, den Palast der Dunkelheit sollte man nicht so ausschildern. Vor allem nicht, wenn man da eine Prinzessin versteckt. Aber naja, vielleicht gab es ja irgendeinen anderen mutigen Helden, der hier schon mal lang wollte, um die Prinzessin zu retten, der dann allerdings gestorben ist und sich kurz vor seinem Ableben gedacht hat, gut, bevor ich sterbe, schreibe ich hier lieber nochmal schnell ein Schild hin, von wegen Prinzessin ist hier. Gut, hier gibt es nichts zu entdecken. Wir holen uns jetzt doch mal schnell ein Herzteil. Es liegt so nah, das Herzteil ist hier quasi zum Greifen nah, deswegen wuseln wir da einfach nur schnell hin. Schnur, 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 schnur. Ist das geil. Moment, sind wir überhaupt wirklich da? Es müsste hier sein. Ich glaube schon. Irgendwo hier gibt es Herzteil Nummer 1 zu finden. Wenn ich jetzt wüsste, wo. Ah, genau, hier war's. Wunderbar. Dabadabadabadabadab. Zeitverschiebungsrefluxidum. Au, wir stehen sehr perfekt. Einfach nur schnell aufsammeln. Du hast ein Herzteil gefunden. Dein Herz, alles gestiegen. Wunderbar. Und zurück mit dem Transmega-Fluxidum in die Welt. Das ist echt keine schöne Welt. Kann man ja mal so sagen. Also, es ist jetzt ja niemand hier, der diese Welt erschaffen hat. Die ist schon hässlich. Grünes Wasser, keine Vegetation oder nur wenig Vegetation. Hässliche Monster, die viel zu viel aushalten. Da wollen wir doch einfach nur schnell weiter weg. Schluff, schluffito. Gott, ist das gut, das Spiel. Das ist so gut. Ah, Piranha-Pflanzen. Kleine Hopp-Sporings. Oh Gott. Sporings wegen Sprossen und Poring, weil sie sind eine Mischung aus Sprosse und Schleim. In meinen Augen zumindest. Ach du Kacke, da war ja der Kack. Ich möchte erstmal gucken, ob wir das Haus von... Autsch. Ob es hier noch das Haus von Sahasrara gibt. Es sieht mir allerdings nicht aus. Es sieht mir allerdings nicht danach aus, wollte der dumme Mann hier am Mikrofon gerade sagen. Denn hier hätte es gewesen sein müssen. Aber es ist nicht da. Oh nein. Wir können jetzt einfach so zum Dungeon? Wir könnten einfach so zum Dungeon, wenn mich nicht mein Forscher- und Entdeckerdrang dazu treiben würde, hier noch ein wenig herumzugucken. Um zum Beispiel daran zu ziehen, um da entgegenzulaufen. Oh Gott, ein Pterodactylus oder Pterodactylus. Ein Pterodactylus. Ein Pterodactyl. Jetzt hab ich's. Du wirfst hier keine Bomben. Doch, tut er und er hat uns sogar getroffen. Oh, aber dafür, ja. Wir brauchen halt leider keinen. Es ist halt nicht wie in Zelda 1, da wo man einfach wirklich, ah, ich brauche jetzt Bomben, ich komme nicht weiter und ich brauche Bomben. Und dann hat man ewig lang nach Bomben gesucht und das war ein ewiger Kampf mit den Bomben. Was mache ich hier? Moment, das ist ein Pfeil, der nach oben zeigt. Aha. Und hier sieht es so aus, ich benutze einfach mal den Spiegel. Das sieht nämlich zu komisch aus. Ja, ne. Gut, wieder zurück. Ah, ich könnte... Ah, nee, kann ich nicht. Man kann nämlich von der richtigen Welt nicht in diese Welt einfach so schluffdiwuff immer rüber. Weil man denkt so, ah, jetzt könnte ich da einen Shortcut nehmen und so. Das geht natürlich nicht. Oder es geht vielleicht auf irgendwelche komischen... Autsch. Wege. Alter, bin ich dumm. Kann ich den schieben? Nein. Wir benutzen hier mal den Spiegel. Aber ich glaube... Ne. Kommen wir nur dahin. Alles klar. Gut, also wie wir sehen, müssen wir den Spiegel, glaube ich, gar nicht benutzen. So zumindest kommt es mir vor. Ich möchte hier allerdings mehr entdecken, aber ich kann hier nichts entdecken, so wie es scheint. Nö. Boah, das war knapp. Moblin. Blöd, Mann. Ah, hier. Da war der Pfeil, der mich nach oben führte. Jetzt hier lang? Ich wusste doch, hier gab es irgendwas. Ich wusste es. Mein Gehirn und ich. Wir sind so. Wir sind Tommy und Annika. Mein Gehirn und ich. Wahnsinn. Oh, da bin ich da. Hm. Hallo?
Ja, gut, er wollte jetzt Link mal kurz nicht angreifen. Macht aber nichts. Ist ja halt... Oh, ist das schön. Wo lang? Ich... Keine Ahnung. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, das ist... Kommt... Moment. Aha. Ach so, da... wir gehen gerade den richtigen Weg zum Tempel. Das Haus von Sahasrara war da unten. Alles klar. Dann gehen wir doch nochmal alles zurück zum Haus von Sahasrara oder dem ehemaligen Haus von Sahasrara. Was wir dadurch entdecken, werden wir dann sehen. Allerdings wissen wir, dass wir wahnsinnig viel Zeit dadurch verloren haben. Hier, da, wo... Ich gehe komplett den falschen Weg, um zu... What? Ich bin Kiki, der Affe. Rubine, liebe ich über alles. Schenkst du mir 10 Rubine? Ja, hier hast du sie. Dankeschön. Dafür werde ich dich ein Stück begleiten. Alles klar. Brauche ich den kleinen Pisser-Affen jetzt? Ich hasse Affen. Da sind auch noch Affenstatuen. Okay, ich führe Kiki erstmal zum Was? Kiki. Kiki? So, da wir wahnsinnig gut spielen, haben wir schon wieder Energie verloren. Jetzt muss ich die Fee so machen, dass ich sie auch direkt aufsammeln kann. Ich hasse dich, Fee. Ich konnte euch noch nie leiden. Moment. Ich hasse diese Feen so sehr. Oh Gott. Hübede. Jawohl, ja. Danke. Gut, dann nochmal zu Kiki. Weil Affen sind halt doof. Also Kiki rennt weg, wenn ich getroffen werde. Alles klar, wir gehen also... Gut, Kiki ist wieder hinter uns. Gut. Ja, ich bin Kiki der Affe. Stellst du dich immer vor, wenn wir uns zum 5. Mal treffen? Super. Dankeschön, hier bitte. So, so. Ich wette, ich muss ihn zu den dummen Affenstatuen hier bringen, weil er sich da total zu Hause fühlt, weil Affenstatuen sind seine Heimat oder so eine Kacke. Ja, ich hatte recht. Für 100 Rubine öffne ich dir diesen Eingang. Willst du das? Ja, sei bitte so doof. Sehr gerne. Das macht 100 Rubine. Wissen wir. Okay. Okay, es sieht süß aus. Okay, und damit... Okay, haben wir den Dungeon nun aufgemacht. Allerdings will ich noch gar nicht zu diesem Dungeon... Ich weiß, ich habe gesagt, ich muss diesen Spiegel nicht benutzen, aber ich benutze ihn einfach. Es sieht hier wieder zu verführerisch aus, dass es hier was geben könnte. Pustekuchen, natürlich nicht. Ja, bitte wieder zurück. Gut. Dann... Hallo? Was soll denn die Scheiße? Okay, wir müssen also es von unten berühren. Hier nämlich. Weil ansonsten stehen wir wieder in den Stein drin und werden dann automatisch wieder zurückteleportiert. Jetzt war es richtig, alles gut, alles schön. Aber habt ihr gesehen, wie viel Schaden mir diese Gegner machen? Also, wie krank. Ich habe irgendwie, wurde 4-mal getroffen und schon hat meine Energie gepiept. Einfach weil, piep, 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 du bist gleich tot, piep. So, den dummen Affen haben wir nun. Wehe, er läuft wieder hinter mir her. Tut er nicht. Wunderbar. Ich dachte, er liebt Rubine so sehr. Dann könnte er eigentlich auch jetzt wieder hinter uns her schwubbeln. Tut er auch nicht. Finde ich schön. Aber nicht immer so ein Affen. Also zurück zu Sahasralas Haus, um dort bestimmt nichts zu finden. Einfach nur hundertprozentig, um noch mehr von eurer kostbaren Zeit zu verschwenden. Naja, was soll's. Hier nehme ich in das Haus der Affen. Voll hässlich. Ich dachte halt, das wäre schon der Dungeon. Naja, wie man sich täuschen kann. Wenn man keine Ahnung hat, passiert sowas halt. Noch mehr Rubine. Ich gehe nun in das Haus und sowas la. Bala. Rein mit mir. Oh Gott, der Mana-Baum. Hallo, Fremder. Suchst du nach der goldenen Macht? Dann bist du zu spät. Sie gehorcht nur dem, der sie als erster berührt. Und der hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Oh ja, auch ich suchte einst nach der goldenen Macht. Und sieh, was aus mir und allen anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Bezwinger erhält dann die goldene Macht. So lange werde ich so herumlaufen müssen. Es ist unglaublich. Was uns unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce, goldene Macht. Du kleine süße Mana-Baum, Schnuffel, Puffel, Kuffel, Kuffel. So ein süßes kleines Hudelwudel. Es ist niedlich. Ich liebe es. Und hier finden wir Totenköpfe. Also. Und wie recht ich hatte, wir entdecken einfach mal nichts. Ich bin wirklich für den Mana-Baum hier nur zurückgegangen. Du kleine, ich mag den kleinen Mana-Baum.
Wenn wir den Mana-Baum retten können, dann ist alles gut. Also Link, neue Aufgabe, vergiss die Prinzessin. Rette einfach Mana-Bäumchen. Ist der süß. Hallo. Er ist auch noch so schüchtern, so klein, so. Ich kann gar nichts mehr machen. Doch dafür ist die Musik umso bombastischer. Oh Mann, 4 Treffer, ey. Ich muss mich daran gewöhnen, dass die 4 Treffer aushalten, weil ich am liebsten einfach reinlaufe in alles. Und das wäre ja falsch gegangen, da ich gehe gerade falsch. So. Nun, hin zum Affentempel. Gab's da wirklich Affen als Gegner? Ich. Manchmal bin ich froh, dass ich mich an Sachen nicht erinnere. Und eventuell ist das eine von diesen Sachen, dass ich nämlich Affen als Gegner habe im nächsten Tempel. Das wäre natürlich echt zum Kotzen geil. Bäh. Hallo, wir sind die Affen dieses Tempels. Oh Gott, den langen Weg. Aber man kann ja ungefähr sehen, wo lang man gehen muss. Das ist ja hier nicht so schwer. Denn da sind so kleine Punkte im Gras, durch die man auch noch gucken kann. So, das war falsch. Pff, wunderbar. 2, 3, 4. Wunderschön. Und nur noch dich besiegen. Und echt über den Kopf zielen, dann trifft man, dann ist man gut. Und dann geht man in den Affentempel der Dunkelheit.